Ja, also was ich bei mir gemerkt habe, ist auf jeden Fall, früher bin ich auf ganz viele Demos gegangen, die sehr anti waren, dagegen, so du musst, du darfst nicht mehr, tu dies, tu das irgendwie, und die Leute sind sofort in, und ich ja auch, sofort in so eine Trotzhaltung gegangen, in so eine Anti-Haltung, also wollten damit nichts zu tun haben. Hat überhaupt nicht erreicht. Und ich habe gemerkt, es geht viel besser, wenn man einfach bei sich selbst anfängt, also wenn man einfach den Leuten vorlebt, was man sich für die Welt wünscht. Also gibt es auch dieses Zitat von Gandhi, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und ja, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es ganz gut klappt. Die Leute kommen auf einmal auf mich zu und fragen mich so, hey, du lebst doch vegan, erzähl mal, wie geht das? Oder auch zu anderen Themen irgendwie, Upcycling, alles Mögliche. Also dass man wirklich einfach das vorlebt und dann im Außen Veränderung schafft. Und ich finde, das ist auch mehr so diese Energie der Liebe, und das andere, wenn man so auf Demos und dagegen irgendwie geht, dann ist es halt mehr so diese Hassenergie, diese negative Energie. Also dass man wirklich versucht, in den inneren Frieden auch zu kommen. Also es gibt ja dieses kosmische Gesetz, so wie innen, so außen, dass man dann wirklich bei sich selbst anfängt, in den inneren Frieden geht, und dann wird man auch den äußeren Frieden dann immer mehr spüren. Und wenn es erstmal nur im kleinen Umfeld ist, das wirkt sich dann ja auch mal auf das größere Ganze.